Hallo lieber Schütze, herzlich willkommen zu einem weiteren Liebesvideo für dich. Lust oder Verlust. Schauen wir uns hier an, mit wem du es zu tun hast. Was diese Person denkt, was sie fühlt, was nicht ausgesprochen wird. Wer diese Person ist. Ist sie bereits in deinem Energiefeld? Hat sie dir dein Herz gestohlen? Wir schauen es uns an. Zu diesem Video gibt es eine Extended-Version. Diese findest du hier unten in der Infobox. Drück auf den Link, du wirst automatisch weitergeleitet. Ich habe versucht, dein Video bereits dreimal zu machen, mich dort einzutunen, und jedes Mal wurde ich so grob unterbrochen, dass ich aufhören musste. Auch das war sicherlich ein Zeichen. Ich versuche es jetzt noch einmal und ich hoffe, es klappt. So. Lust oder Verlust für den Schützen? Es ist, lieber Schütze, als hättest du die Hoffnung oder den Glauben aufgegeben, dass eine bestimmte Person entweder sich dir zuwendet, du Liebe erfahren darfst, oder dass etwas wieder gut wird, eine Verbindung wieder gut wird. Es geht darum, dass euch entweder eine Religion, eine Kultur oder eine spirituelle Ebene trennt. Es geht um Leidenschaft, sehr viel Leidenschaft. Doch es gibt eine negative Einstellung zu der Verbindung mit dieser Person. Auch vielleicht kannst du deine Gefühle, du selbst deine Gefühle nicht so ausdrücken, wie du möchtest. Sie sagen mir, es geht darum, dass du den Weg weitergehen sollst, doch aber deine Einstellung zur Liebe generell, aber vor allem was diese Person betrifft, verändern solltest, den Blickwinkel verändern. Schauen wir uns das Thema zwischen dir und dieser Person an. Welches Thema habt ihr? Welches Thema ist zwischen dem Schützen und seiner Person? Ich spüre so viel Selbststrenge, lieber Schütze. Es ist, als würdest du dich zurückhalten, um vollkommen auf diese Person eingehen zu können. Das Thema zwischen dem Schützen und seiner Person die Leidenschaft, die du spürst. Sie sagen, lasse ihr freien Lauf. Ja, da kam schon die Karte. Wie immer, perfekt. Der zündende Funke. Einer von euch beiden ist sich noch nicht ganz klar. Ich spüre aber eher, dass du das bist, lieber Schütze. Wo du stehst mit dieser Person, was du von ihr wirklich willst. Denn die Anziehung, die Leidenschaft, die ist da. Aber auch diese Karte ist da. Und diese ist das neue Kapitel zu beginnen und es mit eurer Geschichte zu füllen. Vielleicht weißt du auch nicht, wo du bei dieser Person genau stehst, oder die Person weiß es nicht mit dir, wo sie steht, was sie will, was wollt ihr. Noch eine Themenkarte bitte. Rein zufällig habe ich diese Karte auch hier zur Spiritualität gelegt. Vielleicht ist das genau das Ausschlaggebende. Unterschiedliche
religiöse oder spirituelle Faktoren. Bei der Leidenschaft, du kannst sie ausleben. Ihr könnt sie gemeinsam ausleben. Wenn ihr euch klar werdet, wenn ihr den Blickwinkel verändert habt, der Sichtweise auf die Gegebenheiten, sagen sie. Noch eine Themenkarte, bitte. Für den Wirrwarr. Ja, Unterschiede heilen. Es geht definitiv darum, die Unterschiede zu heilen. Diese Person oder auch du, ihr könnt euch gegenseitig stützen, euch auf eurem Weg helfen, sagen sie, indem ihr verbindet, oh, da schauert es mich gleich, indem ihr verbindet, was euch trennt. Interessante Aussage. Gut, schauen wir uns einmal die Person an. Schauen wir uns die Person an. Lust oder Verlust. Die Person könnte ein Haustier haben, einen Hasen, einen hellfarbigen Hasen, einen hellfälligen Hasen. Diese Person ist momentan kein Kontakt, instabil. Vielleicht weißt du auch gar nicht, wie es ihr geht. Momentan getrennt von ihr. Ich kriege eine Storyline rein, dass du mit dieser Person eine sehr leidenschaftliche, glänzende, schimmernde, scheinende Zeit verbracht hast. Eventuell nur eine Stunde oder eine Nacht, zwei Tage und plötzlich ist diese Person weg. Das muss natürlich nicht auf jeden zutreffen. Du fühlst dich von dieser Person nicht mehr genährt, lieber Schütze. Und wie gesagt, es ist fast keine Kommunikation da oder gar keine. Diese Person wirkt auf dich momentan durch ihr Handeln oder eben Nichthandeln sehr dominant, als wüsste sie genau, was sie tut. Doch diese Person ist sehr darauf bedacht, momentan sich ihre eigene Autorität nicht untergraben zu lassen. Das muss nicht unbedingt mit dir zu tun haben, lieber Schütze. Kann mit allem Möglichen zu tun haben. Sie ist momentan sehr beschäftigt, dahingehend sich selbst neu aufzustellen. Eventuell hast du bei dieser Person auch etwas getriggert. Ein Widder, ein Luftzeichen, ein Erdzeichen. Doch das Rad des Schicksals meint es gut. Denn diese Person wird ganz bald zu dir sprechen und ganz bald Verantwortung für sich selbst übernehmen, es dir mitteilen. Diese Person mag, was die Liebe betrifft, momentan nicht in Tune sein mit der Liebe. Eventuell hat sie vor kurzem erst eine Trennung durchgemacht. Doch diese Person wird zu dir ehrlich sprechen, ihr Empfinden wahrnehmen
und dies auf den Tisch legen. Es ist, als würde sich diese Person momentan gegen die Liebe entscheiden. Diese Person kann auch momentan Schlafprobleme haben. Diese Person kann mehrere Anwärter haben. Es ist, als hätte diese Person den Glauben an die Liebe verloren. Diese Person, lieber Schütze, wird dir vorerst signalisieren, dass es mit euch nichts wird. Diese Person möchte momentan auf sich alleine gestellt sein. Es ist eine Verletzung da, eine innere Verletzung oder eine Enttäuschung, die sie kann, muss aber nicht unbedingt mit dir zu tun haben. Vielleicht bist du nur der Triggerpunkt und diese hindert die Person daran, auf dich zuzukommen. Diese Person muss erst wieder ihre eigene Mitte finden, muss genau für sich selbst herauskristallisieren, was will ich wirklich und was will ich von wem. Dann schauen wir uns einmal an, was da los ist, was nicht ausgesprochen wird. Was sind die Schattenseiten? Was ist die Ursache? Was ist die Ursache? Was ist die Ursache? Was ist die Ursache? Es scheint auch so, dass diese Person das Gefühl hat, dass eben ihre Kultur, ihre Religion nicht akzeptiert wird, ihre Spiritualität nicht akzeptiert wird. Oh, hier haben wir die Schattenseiten, die Ursache, lieber Schütze. Ja, eben auf die Religion bezogen, die Spiritualität, was auch immer. Die Ursache ist, dass da kein Zusammentreffen stattfinden kann und dass diese Person so in der Selbstliebe ist oder auf dem Weg der Findung der Selbstliebe, um auf sich alleine gestellt zu sein, um sich selbst genug zu lieben, um ihren eigenen Weg zu gehen. Bitte mehr Lust oder Verlust der Schütze, Ursache der Person, was wird nicht ausgesprochen. Also ich kriege wieder rein, es ist irgendeine oder mehrere Enttäuschungen haben stattgefunden. Und diese Person schweigt jetzt, weil sie nicht weiß, was sie sagen soll. Sie wägt vielleicht noch ab, lieber Schütze, beziehungsweise weiß es selber noch nicht genau und muss einfach schlichtweg für sich erstmal einen klaren Plan bekommen, ist hin und her gerissen, innerlich vielleicht zerrissen, was soll ich tun, was soll ich sagen und hat auch noch, wie gesagt, Schwierigkeiten, um das herauszufinden. Eieiei. Wir schauen uns mal an, lieber Schütze, wie das für dich ist. Du bist auch dabei, dich diesbezüglich selbst aufzugeben, um eine Antwort herauszulocken, um eine Reaktion herauszufordern. Bist du bereit, auch gegen deine eigenen Prinzipien, gegen dich selbst zu gehen, um eine Reaktion herauszubekommen. Vielleicht auch mit sehr viel Sturheit, verletztes Ego bekomme ich, oder das Ego, das dich antreibt,
nicht mit Wut, aber schon mit einer kräftigen Portion Dominanz an diese Person heranzutreten, um, wie gesagt, etwas zu erreichen, etwas herauszufordern. Denn du möchtest einfach nicht mehr, es sind 3 Karten runtergefallen, entschuldigt bitte, denn du möchtest nicht mehr so abgespeist werden. Ja, du bist auch bereit, mehr zu geben, beziehungsweise dann, sie sagen, nett zu sein, mit romantischen Gesten auf diese Person zuzukommen. Doch auch du weißt nicht, was du sagen sollst. Du findest keine Worte. Auch du bist in eine Lage versetzt, wo du nicht mehr in deiner Mitte bist. Also es ist eine sehr starke Verbindung, die aber momentan wirklich auf der Kippe steht. Du fühlst dich auch von dieser Person nicht mehr genährt. Und vielleicht geht es auch darum, da selbst ehrlich zu dir zu sein, lieber Schütze, dass du das weiterverfolgst, alleine dem Ego wegen und nicht deiner Gefühlswelt wegen. Auch diese Karte ist verkehrt herum. Bei dir ist auch momentan gar kein Interesse mehr, zu geben. Wir haben hier zweimal, sei es bei der Person wie bei dir, zweimal Königin der Stäbe verkehrt herum. Also es ist für beide gleich und beide seid ihr aber doch hilflos. Was möchtest du denn dieser Person sagen, was nicht ausgesprochen wird? Wow, die ist auch runtergefallen. Vielleicht möchtest du diese Aussage lieber unter den Tisch kehren. Und zwar, dich zu entschuldigen. Denn du weißt, dass du sehr viel übertrieben hast, sehr viel falsch gemacht hast in den Augen dieser Person oder überreagiert hast durch dein aufbrausendes Ego. Manche von euch können auch Magenprobleme haben, weil ihr euch damit dann doch so sehr beschäftigt, beziehungsweise momentan Nahrungsmittelunverträglichkeiten haben. Denn du hast so eine wahnsinnige Verlustangst. Du weißt, lieber Schütze, dass diese Person, egal ob langfristig oder kurzfristig, sie dein Leben berührt hat, dass sie das Beste in deinem Leben war oder ist noch. Aber auch das sprichst du nicht aus. Warum nicht? Die Anziehung ist noch da. Du fühlst dich noch wahnsinnig zu dieser Person angezogen. Warum wird nicht gesprochen, lieber Schütze? Und du denkst und denkst und denkst, was zu tun ist, was kannst du sagen? Du denkst über diese Person nach, warum ist sie so? Aber es wird nicht gesprochen. Es gibt keine klare Kommunikation. Und wir schauen uns jetzt im Extended an, wie das Outcome zwischen euch sein wird, lieber Schütze. Für diejenigen, die weiterschauen wollen, in der Infobox, wie gesagt, ist der Link zum Extended. Für die anderen, die aussteigen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao.